Ein paar Blumen auf dem Rasen im Robert-Kölsch-Stadion blühen noch. Die Hoffnung, dass hier eines Tages wieder der ganz große Fußballsport zu sehen ist, sind dagegen verwelkt. Die Heimat des VfR Bürstadt, seines Zeichens ehemaliger Zweitligist, sie wird schon bald der Vergangenheit angehören. Die altehrwürdige Fußballstätte in der Kleinstadt im Süden Hessens wird abgerissen. War eine tolle Zeit und doch meistens also auch bei den Heimspielen, da hat schon die Wand gewackelt hier. Mit 10, 12 oder 15.000 Zuschauer auch die Derbys gegen Wormatia Worms oder gegen den SV Waldhof. Das war schon toll. Bürstadt. Vor gut 4 Jahrzehnten Schauplatz für spannenden, hochklassigen Fußball. Große Namen wie der 1. FC Nürnberg oder der FC Augsburg waren hier zu Gast. 1860 München wurde einmal mit 4:0 aus dem Robert-Kölsch-Stadion geschossen. Der MSV Duisburg mit 7:2. Die erste große Errungenschaft bzw. was der VfR damals gewonnen hatte, war die Deutsche Amateurmeisterschaft 1975. Dann ging es ja weiter mit der Regionalliga Süd, mit der zweiten Liga und dann zum Schluss also auch die eingleisige zweite Liga. Ja, tolle Begegnungen, großartige Mannschaften, namhafte Mannschaften damals, die hier in Bürstadt gespielt haben. Und das war schon hier für die Region, was den sportlichen Aspekt betrifft, war das schon eine tolle Sache. Für den Erfolg des VfR Bürstadt in den 70er Jahren war vor allem einer verantwortlich, Lothar Buchmann. Ende der 60er Jahre machte Mäzen Robert Kölsch ihn zum Spielertrainer. In der Folge begann die erfolgreichste Ära des damaligen Viertligisten, der Durchmarsch bis in Liga 2. Die ganze Entwicklung beim VfR Bürstadt lag ja nicht nur an mir. Der entscheidende Mann war Robert Kölsch, der Mäzen, der alles für den VfR gegeben hat. Und der war für mich eigentlich der wichtigste Mann. Ich war zwar nur der Vizepräsident, aber ohne ihn wäre nichts gelaufen. Und zu ihm hatte ich ein riesen Vertrauensverhältnis. Und als er sich langsam zurückzog, ist das Ganze natürlich verblasst. Und für ihn gab es eigentlich keinen Nachfolger. Nachdem der Verein 1994 in die Viertklassigkeit zurückfällt, bleibt die erhoffte finanzielle Unterstützung aus. Der VfR schwelgt in den folgenden Jahren in der Vergangenheit. Statt an der Gegenwart und der Zukunft zu arbeiten, trauert der Club seiner goldenen Zeit hinterher. Heute spielt der VfR Bürstadt in der Kreisoberliga Bergstraße, der 8. höchsten Spielklasse. Der Erfolg der Buchmann-Ära unwiederbringlich. Nein, wird nie wiederkommen und das Ganze, was mit uns damals gelaufen ist, wird sich auch nie wiederholen. Und ich glaube eher an einen Abriss beim VfR Bürstadt als eine Zukunft in weit höheren Klassen. Der Abriss kommt, zumindest der des Robert-Kölsch-Stadions. Am 3. Juni ist es soweit. Dann ist auch die letzte spürbare Magie der Vergangenheit verflogen. Was bleibt, ist die Erinnerung an die großen Tage des VfR Bürstadt.